Nahezu inflationär wird im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie immer wieder der Begriff der Solidarität genannt. Für mich steht Solidarität für Verbundenheit, Zusammenhalt und ein annähernd gleichgelagertes Werteempfinden. Das Werteempfinden in unserer Gesellschaft war noch vor wenigen Monaten komplett anders strukturiert. Hedonistische und adaptiv-pragmatische Lebensweisen standen im Vordergrund. Sich in einer Gewerkschaft zu organisieren und aktiv mitzuarbeiten, wurde mehr und mehr unattraktiv. Solidarität, Fehlanzeige. Ein von Wohlstand geprägter Lebensstil herrschte vor. Warnungen darüber, dass wichtige Teile unserer Gesellschaft von der Entwicklung des Wohlstands abgehängt sind, wurden geflissentlich überhört. Der Notstand bei den pflegenden Berufen, der Facharbeitermangel, der Personalmangel bei der Polizei etc. wurde durch die Gewerkschaften mehr als deutlich formuliert. Jetzt, in Zeiten der Krise, werden beispielsweise Ärzte, Krankenschwestern, Berufskraftfahrer, Kassiererinnen und Polizisten als Alltagshelden öffentlich gefeiert. Sie erfahren Beachtung, weil erkannt wurde, dass diese systemrelevant sind. Das waren sie aber schon immer. Ich hoffe, die Erkenntnis darüber währt über die Krise hinaus und die jetzigen Alltagshelden erfahren die verdiente Anerkennung auch nachhaltig.